Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich ein super einfaches Brot. Es wird einfach nur durchgerührt, es wird nicht richtig geknetet und es ist ein Brot mit einer mega Kruste. Ihr werdet begeistert sein. Probiert es unbedingt mal aus und jetzt viel Spaß beim Video. Als erstes nehme ich das Mehl, das sind 3 Cups mit so einem Maß. Umgerechnet, ich habe es mal abgewogen, es sind genau 390 Gramm. Wenn ihr so einen Messbecher habt, hier kann man es auch nochmal sehen. Genau 3 Cups. Die kommen jetzt in die Schüssel, am besten eine Schüssel mit Deckel, dann könnt ihr das auch gleich hier zum Gehen abdecken. Dann ein Teelöffel Salz, und ein Viertel Teelöffel Hefe. Ich habe so eine ganz normale, gelingsichere Hefe benutzt. Das rühre ich jetzt einmal kurz um, damit sich das verteilt. Und dann kommen 1,5 Tassen, also 360 Milliliter insgesamt, heißes Wasser. Ich hatte das in meinem Wasserkocher gekocht und dann einfach 10 Minuten stehen gelassen, damit es nicht ganz kochend heiß ist. 1,5. Und jetzt wird das alles umgerührt. Das war's auch schon. Den Teig hier nehme ich ab. So, der Teig ist jetzt fertig. Jetzt kommt da einfach ein Deckel rauf und dann lasse ich es für 3 Stunden einfach auf der Küchentheke stehen, damit der Teig gehen kann. Und dann geht's weiter. Wir sehen uns in 3 Stunden. So, mein Teig hat jetzt 3 bzw. sogar 4 Stunden geruht, weil ich nicht früher konnte. Und der sieht jetzt so aus. Ich mach mal so. Der ist auch aufgegangen, nicht so extrem, aber man sieht, dass er ist ein relativ weicher, blubbelnder Teig. Und ich werde den jetzt ein bisschen formen, ein bisschen falten. Und dann kommt er auf ein Backblech. Und da lasse ich ihn auch noch mal 1,5 Stunde gehen. Das Brot ist jetzt soweit fertig und muss nur noch 1,5 Stunde gehen und dann kann es auch schon in den Backofen. Den Backofen werde ich vorheizen auf 210 Grad und eine kleine Schüssel mit Wasser werde ich auch noch reintun, damit Dampf erzeugt werden kann. So kommen wir zu der leckeren Kruste und dann backt das Brot circa 1,5 Stunde. Jetzt muss der Teig erstmal gehen, wie gesagt nochmal 1,5 Stunde an einem warmen Ort. Leckeres, knuspriges Brot ist jetzt aus dem Backofen raus. Es war genau 35 Minuten drin und ich lasse es jetzt noch mal so auf dem Blech 5 Minuten abkühlen und dann kommt es auf ein Küchenrost und dann werde ich es auch anschneiden, damit ihr seht, wie lecker das geworden ist.
So erkennt ihr, dass das Brot gut durchgebacken ist. Probiert dieses Brot unbedingt mal aus. Man muss nichts kneten, es ist in 5 Minuten zubereitet, halt nur ein bisschen Wartezeit. Aber ihr könnt es auch so machen, ihr könnt abends den Teig machen und statt heißem Wasser benutzt ihr einfach kaltes Wasser und dann kann der Teig die ganze Nacht über und den ganzen Vormittag, wenn ihr möchtet, einfach vor sich hingehen und der geht dann auch auf. Also 12 Stunden, 13 Stunden, das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann könnt ihr das Brot auch machen. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt es mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.